Leute, dritter Teil von unserem Major Fish Freitags Unboxing Marathon, Leute. Und zum Ende kommen wir zur wunderbaren Thunder Tactical Box. Thunder, where's Thunder? Lightning and the Thunder, 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 it's the Thunder. Lightning and the Thunder. Also, gucken wir mal rein, Leute. Gucken wir mal rein. Oh. Grüße gehen raus an Sven. Zander. Oha. Ein Teil mehr als in der Barschbox, Leute. Ein Teil mehr in der Barschbox. Und wir fangen direkt mal an mit Terminal Tackle. Hier. Größe 1. Snaps für 18 Kilo, Leute. Dulock Snaps, easy peasy gelimter Lamb and Squeezy Terminal Tackle ist immer gut. Schön ready to fish. Let's go. Major. Ui. Mit robusten Dulock Snaps aus Stainless sind sehr stabil und halten auch am wildesten Drill stand. Die Größen 0, 0 und 0 eignen sich zum Ultralight-Fischen. Die Größen 3 plus 4 zum Hechtangeln und für das Salzwasser, für das Zangeln empfehlen wir 1 und 2. Ah, coole Erklärung. Das ist nice. Dankeschön. Major Fish Jigfish. Metafisch Jigköpfe 10, 15 Gramm, nur 7, ich hol mal raus. Hol mal raus. 12 Gramm, schöner großer Haken. 15 Gramm, nochmal 12. 7, 7 schön für Kanal, sind leichter, und 10, optimal. Gute Größen für See, Kanal, in den schweren, vielleicht sowas wie Weser, so Flüsse mit Strömung, aber jetzt nicht in den super Strömungsgebieten, wisst ihr, was ich meine? Geil. Und schöne große Haken, und wir haben bei den Jigköpfen hier den Köderwiderhaken, dass der Gummifisch auch drauf hält, und die habe ich gerade schon gespürt. Die Haken sind mega scharf. Erster Köder, Leute. Major Fish. Glitzert, glitzert. Ist weich. Ist glitzert und ist weich. Ich hole einen raus. Oh, danach, Leute. Die gelbe Macht, ey. Und raus. Oh, irgendwas. Irgendwas da dran. Ach, das riecht wild, aber es ist nicht so geölt. Ist das auch vielleicht, vielleicht riecht das Gummi auch einfach so. Vielleicht riecht das Gummi auch einfach so, wer weiß. Schöne Farbe. Richtig cool, richtig starke Farbe für Kanal, Leute. Ohne Witz. Optimal, so eine trübe Kanalfarbe. Boah. Tauscht den aus gegen euer Öl. Ja. Wisst schon. Motoröl. Gegen eure Motorölfarbe. Bin elastisch, kann gut eingefaltet werden und ist danach immer noch gut. Geil. Der gute ICL-Faltungstest. Man könnte jetzt immer so machen. Faltungstest. Hält super. Ist geil. Werde ich testen am Kanal, Leute. Werde ich testen. Das ist ja wohl mega stark. Geil, Mann. Richtig stark. Wir hatten schon die Barschbox unboxed. Könnt ihr, falls ihr das noch nicht gesehen habt und ihr mit diesem Unboxing angefangen habt, wir haben das normale Paket von Major Fish schon ausgepackt und die Barschbox. Checkt einfach mal aus. Heute ist nämlich, diesen Freitag, wo dieses Video released wird, ist Major Fish Unboxing Marathon, Leute. Na? Boah, gelb. Alter, das erinnert mich aber auch so an so eine Meeresfischfarbe, ne? Gelb. Und danach kommt Thunder Classic, aber ey, ich hab noch nie Lazy Shits. Ey, erzähl mir jetzt nicht, dass der Name der Köder auf den Ködern steht, Leute. Ist das nur bei denen so? Ich hab mich, ist bei dem auch. Bei dem hier auch. Ich guck nochmal gerade in die Barschbox.
Ist hier eben so. Hier steht, yo baby. Unglaublich. Und ich hab's gesucht. Und ich hab's gesucht, weil es halt links so auf der Verpackung steht. Seht ihr? Es steht halt links auf der Verpackung. Und bis ich da mal raufgekommen bin, das sehe ich jetzt erst beim Gelben. Krass, ey. Oh, der, ey, der geht übelst ab mit auf Voraktivität. Junge, der ist wild. Der ist wild, Leute. Gelbe Farbe. Ich finde die Größe für Zander auch sehr, sehr geil. Also, weiß ich, schön dünn auch, schlank. Na, gefällt mir gut. Obwohl, ich glaube, der ist noch größer, ne? Ihr wisst, ich habe Angst vor großen Ködern. Ich sag's immer wieder, ja? Oh, hier steht's wieder, oder? Lazy Shad. Ja, Mann. Geil. Der ist geflavored, oder? Jetzt so. Oh, der riecht gut, die riechen gut, ey. Genau, Rücken, da passt der Haken richtig gut durch. Stark. Der UV-aktiv, ist grün vielleicht? Jo, absolut. Absolut UV-Schmuff-aktiv, geil, Mann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Passt für mich auch zum Hechtangeln. Und das ist doch mal ein richtig alter. Ach, wird's wild. Richtig schöner Köder. Den kann man auch für Barsche benutzen. Boah, das ist. Oh. Das hat so einen richtig schönen Film. Guckt euch den mal an. Hinten mit so einem schönen Rot. Icy's Falltest. Bestanden. Lässt sich gut einfalten. Oh, guckt euch. Ich zieh doch nicht immer so. Beim letzten Video sind das auch schon passiert. Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Unboxer ever. Aber das wollte ich jetzt sagen. Guckt euch diesen Schwanz an. Ne? Perfekt, Leute. Perfekt. Das ist wirklich so gut. UV-aktiv. Und der ist geil. Das ist echt ein richtig geiler Gummifisch. Der gefällt mir richtig gut, Leute. Ne? Und der hat eine richtig gute Aktivität. Stark, ey. Wie groß ist der wohl? Und steht hier der Name auch drauf? So. Da steht einfach nur Major Fish drauf. Aber nicht der Baitname. Vielleicht ist das der Major Fish. Wer weiß. Vielleicht ist er das. Ich pack den damit rein. Ich muss hier da wieder. Falls ihr den Trick noch nicht kennt, vielleicht mache ich euch ein kleines Short-Video, wie man am besten so kleine Gummiköder ohne Gummiköderkleber einfach wieder ran machen kann, wenn ihr das wollt. Ansonsten gibt es natürlich auch Gummiköderkleber, könnt ihr einfach benutzen. Major Fish, der Aufkleber. Und Leute, das ist insane. Richtig krasse Zander-Wobbler. Mit einer Rassel, UV-aktiv. Oh mein Gott, selbst der Rücken. Krass. Und der Bauch auch. Zwei Drillinge. Schöne Schau wie tief. 0,5 bis 1,5 Meter. Perfekt. Ganz, ganz stark. Ohne Witz. Und das Ganze auch nochmal wahrscheinlich. Unten ultra UV-aktiv. Ja. Ist nochmal so ein Triggerpunkt, das Schwarze. Ja. Krass. Richtig krass. Auch rasselt wieder, ne? Ja. Richtig zwei krasse Wobbler. Schöne Form auch. Laufliefe 0,5 Aquarell. Ich kann euch empfehlen, auf jeden Fall noch ein Albino daraus zu machen, ne? Gibt auf jeden Fall Pluspunkte. Und hier nochmal das Heftchen, was wir uns im Barsch-Video schon angeguckt haben. Also, falls ihr durch das Heftchen gucken wollt, dann kauft ihr wieder so einen Majorfisch oder geht nochmal ins Barsch-Video, da erkläre ich das nochmal. Sehr, sehr geile Zanderbox. Zanderbox gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Vielleicht auch, weil ich jetzt mehr durch die Majorfisch-Produkte durchgestiegen bin. Und ich sag's nochmal, ein Mix aus der Zanderbox als auch aus der Barsch-Box gibt's in der nächsten Angel-News zu gewinnen, Leute. Also einschalten und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gewinnen.
Könnt ihr gewinnen, Leute. Thunder Tactical Box ready to fish, Leute. Könnt noch mal hinten gucken. 2 Wobbler, 2 Rabazza Shads, 4, 10 mal Lazy Shad, 5 mal Lazy Shad, 5, 4, 5, 5 mal Jigköpfe, 10 mal Snaps. Geil, Mann, ey. Geil. Zusätzlich beinhaltet die Box unsere bewährten Thunder Wobbler. Gerade wenn es Nacht wird und die Zander flacher stehen, kommt dieser Köder zum Einsatz und hat uns schöne viele Fische beschert. Jetzt losstarten mit der Tactical Thunder Box für maximalen Erfolg am Wasser. Absolut, ey. Major Fish, ihr verrückten Nasen. Herzlichen Dank für diese nette Geste, für diese super netten Boxen. Das ist wirklich super lieb von euch. Ich weiß es sehr zu schätzen. Boah, Leute. Das ist einfach immer zu krass. Das ist einfach immer zu krass. Danke dafür, na, dass es nicht normal ist. Und herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Falls ihr im Wasser seid, dickes, dickes Petri. Denkt dran, ihr könnt einen Teil davon gewinnen. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. In dem Sinne, euer IC. Kuss geht raus.